So Leute, heute ist der 1. April. Ich mache jetzt keine blöden Scherze über, ich höre auf mit YouTube und so einem ganzen Quark. Mache ich nicht, ich bin zwar der König der blöden Witze, aber am 1. April, das ist doch nicht cool genug, glaube ich. Ich mache jedenfalls, weil heute natürlich der 1. April ist, mein Hecht-Kombo fertig. Hätte ich auch schon gestern machen können, aber ich habe irgendwie keinen Schneid gehabt. Und ich will ja in diesem Jahr ein bisschen auf größere Hechte angeln. Und da ist mir tatsächlich hier bei den Chatties auch ein bisschen was aufgefallen. Das ist natürlich jetzt eher Richtung Zander Barsch hier, dass die G-Köpfe sehr groß aussehen. Ganz genau. Und das ist hier nämlich mal so ein Vergleichsmodell. In 7 Gramm, gleiche Größe, Hakengröße 2. Da sieht man hier natürlich sehr schön, wie viel größer oder eben kleiner das jeweilige Modell ist. Und es liegt einfach daran, dass die Köpfe hier bleifrei sind. Von Westin Original, das sind nämlich diese original aufgezogenen hier, aus diesen Blistern, aus dem Adventskalender. Einfach weil man in Dänemark nur bleifrei angeln oder herstellen darf. Ganz genau. Und deswegen macht Westin da halt so eine Zinkmischung oder sowas. Ja, auch das hier, das sind hier 10 Gramm, sieht aus wie 20. Aber schon ganz lustig. Genau. Und muss ich mal sagen, machen wir jetzt hier noch ein geiles Video und zwar die Osterbox. Und los! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video namens zum Unboxing der Osterüberraschungsbox von Hecht und Barsch in diesem Jahr unter dem Motto Küken oder Hase. Wir kennen ja das Prinzip schon auch von den Süßes- oder Saures-Boxen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in Prozentzahlen gemessen, welche Box wir denn nach Hause geschickt bekommen. Gekostet hat die Box immer 30 Euro. Ihr habt aber natürlich immer einen Mindestwarenwert von 35 Euro in eurer jeweiligen Box und natürlich auch die Möglichkeiten, einen richtig geilen Hasen abzubekommen, der dann sogar mit Warenwerten bis 350 Euro aufarten konnte. Mittlerweile ist die Box natürlich leider ausverkauft. Link packe ich euch trotzdem einfach nochmal in die Videobeschreibung. Vielleicht kommen ja nochmal welche rein. Wissen tue ich nicht, aber der Link ist auf jeden Fall drin. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil heute Abend kommt ja Bayern gegen Dortmund und da wird sicherlich Toni auch vom Fernseher sitzen und für Bayern fiebern. Nein, natürlich für Dortmund. Er ist ein riesengroßer Dortmund-Fan. Party together. So you can drink all day, from morning to the night. Auf jeden Fall, also now. Ganz genau, dann würde ich mal sagen, legen wir los und starten mal. Ups, ich hoffe, das Paket ist nicht zu geil, nicht, dass gleich wieder alle Schiebungen rufen hier. Das Wetter ist bei uns auch echt bescheiden, also heute den ersten Tag irgendwie Hecht angeln. Da muss ich mal sehen, wie sich das Wetter entwickelt. Vielleicht wage ich mich heute nochmal auf den See, aber mal schauen. Gibt ja kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. So, achso, kartontechnisch haben wir hier noch so einen Küken drauf. Noch irgendwas an der Seite? Ne, der Hase war wohl Copyright geschützt, den haben sie ja nicht mit drauf gedruckt. Nur das Küken hier. Oder schon versteckter Hinweis, dass ich eine Kükenbox habe. Kann auch sein. So, was haben wir denn hier? Da haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen deklarationsfreies Ostergras, weil da ist nämlich kein Farbstoff mit drin. Das ist nämlich einfach nur Strohfarbe. Finde ich ganz cool tatsächlich. So, dann haben wir hier von der Firma BKK, was ist das hier? Ah, das ist ein Rubber-Bumstings hier, so ein, wie heißen die denn eigentlich richtig? Mal hier so ein Gummiarmband jedenfalls, finde ich ganz geil. So, in blau, BKK, Hook Your Dream, Barsch, Zander, Hecht, Hecht Zander, ganz genau. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier natürlich von der Firma LMAB den Köfi Bleak Pintail. Farbe nennt sich hier Electric Chicken. Ganz genau, auch gar nicht so schlecht geraten. Ja, ein kleiner Low-Action-Shirt hier mit einem Pintail dran. Kann man super sicherlich auch als einen kleinen Trailer benutzen für einen kleinen Chatterbait, um Barsche zu jagen. 7 cm lang, UV-aktiv. Auf jeden Fall steht auch drauf das bekannte Flavor hier. Was ist mit der Lampe hier los? Jetzt, boah, sieht man hier schon. Ja. Ganz cool eigentlich, ne? 5 Stück in der Packung. Ich mache mal den Karton ein bisschen beiseite. Dann haben wir hier von der Firma Seaman, natürlich, den, der wirklich Chatterbait heißen darf. Ein Chatterbait, eine halbe Unze, das sind, was sind das, 15 Gramm? Sowas in dem Dreh, würde ich mal sagen. Das Original hier aus den Staaten. Farbe nennt sich hier Blueback Herring. Ganz genau. Eine wilde Verpackung. Noch nie gehabt, tatsächlich, glaube ich. Habe ich schon mal ein Original gehabt? Ich glaube tatsächlich nicht. Man spricht zwar immer von Chatterbaits, obwohl eigentlich die Hersteller das ja auch nicht mehr draufschreiben dürfen. Haben wir ja bei ZEC auch mal gesehen, wo die Chatterbait-Schriftzüge überklebt wurden. Oh, schöne Farbe. Na, komm doch mal raus hier. Der ist auf jeden Fall cool eingepackt hier. Kann man auf jeden Fall nicht so einfach aus der Packung befreien. Wie geht denn das? Durchwurschteln? Ah, jetzt. Da ist er. So. Ja,
Nice Farbe auf jeden Fall. Sehr geil. Der ist natürlich deutlich zu groß hier für den. Der ist sicherlich für was anderes gedacht hier. Der kleine Köfi. Aber geil. Sicherlich nicht UV-aktiv? Nö. Weiß ich aber nicht, was jetzt an dem so außergewöhnlich sein soll tatsächlich. Also Verarbeitung sicherlich cool. Hier auch nochmal mit dem Shatterbait Schriftzug drin, also eingestanzt sozusagen. Aber ansonsten, so von der Blade her, von der Aufnahme her, wüsste ich jetzt nicht, was jetzt so ein Seaman Shatterbait so viel positiv gegenüber einem preiswerteren oder anderen Modell von anderen Herstellern abheben soll. Aber vielleicht wisst ihr das ja und könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Haken ist auf jeden Fall normal scharf. Oh, kann man machen. Habe ich eine Vorlampe drüber halten? Weiß ich nicht. Nö. Nicht hier voraktiv. Boah. Was haben wir hier noch? Oben und unten hat er hier so einen kleinen Haken zum Köder halten. Baitholder. Boah. Ganz geil aber. Na klar, ist halt das Original. Alles Englisch. Fange ich jetzt nicht mit an, sonst wird das Video zu lang. Und weiter geht's. Dann haben wir hier den Köfi Perch. Der würde aber sicherlich daran passen. Wird dann natürlich ein ganz schönes Teil hier, weil der wiegt sicherlich auch schon ein bisschen was hier. Hakengröße 3 sollen wir auf jeden Fall verwenden. Was hat denn der hier? Stand da auch drauf, oder? Stand's denn? Nee, stand doch nicht drauf. Nö. Nö. Naja. Hakengröße 3 sollen wir verwenden. Er ist 11 cm lang. Curvy Perch, Farbe Natural Perch? Real Perch, naja, fast. Ja, schönes Teil. UV-aktive Flossen oder Finnen hier in dem Fall. Der Tail hinten. Boah, auch ganz geil. So, weiter geht's. Dann haben wir von der Firma Lurefans den F7. Klingt wie ein Kampfflugzeug, ist aber ein Spinnerbait. 7 Gramm Sinking, also der sinkt auf jeden Fall. Schauen wir uns auch mal an. Double Blade Design. Alles klar. Schöne goldene Farbe. Güldene Farbe. Da passt auf jeden Fall der Köfi dran. Der kleine, der Bleak. Ja, auch schön. Schönes Ding. UV-aktiv. Ja, unten am Bauch und so ein paar Skirts auf jeden Fall auch. Ja. Zwei Willow Leaves hier dran. Hier natürlich... Ja, weiß ich nicht, ob das bei dem auch so gewollt ist, dass man hier quasi ein Gummi oder irgendwas drüber macht. Ist jetzt auf jeden Fall ein ziemlich weiter Bogen. Also ich sag mal, da wird es echt schwer, dass der Snap da rüberrutscht. Vielleicht ausgeschlossen ist es nicht, aber vielleicht ist es auch extra so gebogen, dass es halt nicht passieren kann. Kann auch sein. So. Also auch ganz geil. So. Sehr vorteilhaft ist ja bisher. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, aber wenn es gewollt ist, haben sie auf jeden Fall sich auch Gedanken gemacht, dass natürlich die Sachen gut zusammenpassen. Also das und das quasi und das und das. Was haben wir noch? Oh, wir haben hier noch einen fetten Krebs. Oh, in der Größe habe ich, glaube ich, auch noch keine gesehen. Also nicht von LMAB. Den Finesse Filet Craw. 10 cm lang, 3 Stück sind drin. Natürlich phthalatfrei. UV-aktiv mit dem bekannten Seafood Flavor. Hinten Farbe nennt sich Sunrise. Ganz genau. 3 Stück in der Verpackung. Ja, was ist das? 10 cm? Mal kurz gucken. Ja, also irgendwas um die 4 Inch hier. Also eine gute Größe. Da angle ich gerne tatsächlich auf Barsch mit in der Größe. UV-aktiv. Sieht halt auch ganz schön mächtig aus, so ein Ding, ne? Ich sag mal, na klar, da kommt jetzt noch ein Chebu vor oder halt irgendeine Finesse-Perle und hast du nicht gesehen, Offset-Haken, was auch immer. Ist natürlich ein ganz schönes Gerät. Aber trotzdem auch Barsche ab 32 oder sowas, die haben halt so ein Maul, die snacken sich halt auch so ein Krebs locker weg. Von daher, wenn ihr mit sowas mit sowas angeln wollt oder halt auch auf Barsch oder sowas, fangt gar nicht zu klein an. Na klar, wenn ihr Frequenz wollt, müsst ihr sicherlich erst ein bisschen kleiner anfangen, aber um so ein bisschen auch auszusortieren, die kleineren Sachen kann man ruhig mit so einem 4-Inch-Krebs hier angeln. Auch wenn der wirklich natürlich in dem Moment hier mächtig aussieht in meiner Hand, aber den snacken die sich weg, der ist wunderbar zum Falten hier, sieht man hier schon. Also das passt auf jeden Fall. Ja, schon geil, fällt mir sehr gut. Schöne Farbe auch. UV-aktiv. Ja. So, was haben wir noch? Haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Oh, da haben wir hier noch von der Firma Zwarzonka einen
Wollte gerade sagen Glidebait, aber es ist keiner. Da hat nämlich eine Tauchschaufel dran. Ganz genau, 14 cm, 64 Gramm, 0,8 bis 2,5 Meter Lauftiefe. Natürlich für die jetzt bevorstehende, ab heute eröffnete Hechtzeit hier bei uns sicherlich ein geiles Teil. Und zwar Zonka ist natürlich auch eine Firma, die hier über jeden Zweifel haben ist. Da sollte niemand, glaube ich, traurig sein, wenn er hier so ein Bait in seiner Box hat. Finde ich auch ziemlich geil, tatsächlich. Packe ich mal aus. Schöne Farbe, so ein bisschen natürlich. Sicherlich ein paar UV-aktive Akzente. So, da ist er. Das ist auch ein ordentliches Gerät hier. Also, schönes Design. Man sieht hier auch so ein paar grüne Flakes drin. Ich weiß nicht, sieht man es unter der Kamera? Doch, ich glaube schon. Ja, also schon ein bisschen geil. Der kommt auch gleich in meine Hechtbox. Aber sowas von. Hier oben nochmal so ein Punkt, ist natürlich, der ist sicherlich, glaube ich, auch ein bisschen dafür da, dass man hier natürlich im Wasser einen Köder, der die Farbe hat, sieht er wahrscheinlich eher schwer, und der Punkt ist natürlich dafür da, um dem Angler natürlich auch so ein bisschen ein optisches Hilfsmittel dafür in die Hand zu geben, dass er denn den Bait auch gut auf sich zukommen sieht, um, sag ich mal, an Zero oder irgendwas ein bisschen vorbei zu manövrieren. Setzt natürlich voraus, dass ihr auch noch wenigstens ein bisschen gucken könnt. Ganz genau. Oh, Sirene geht draußen? Das ist 10, ne? Ja, hier bei uns im Dorf, da klingeln die Sirenen hier noch um 10. Ganz genau. Unten am Kinn hier auch nochmal voraktiv. Das Auge leuchtet echt krass doll. Ja, ziemlich geil. Und was sehe ich denn da? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh, mega. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Aber trotzdem rausgefunden. Und zwar lädt er sich hier auch auf. Also natürlich hier, wenn ihr den nachts fischt, mit der Vorlampe ein bisschen drüber halten. Da sieht man hier, wie schön der die Farbe hier aufnimmt. Ist dann in dem Fall hier fluoreszierend. Also sehr geil. Ein tolles Teil. Fällt mir sehr gut. Ausgesprochen gut. Schönes Ding. Und ein sehr mächtiger Köder, ne? Von der Breite her schon. Er ist sehr schlank, ne? von der Höhe her. Aber durch die Breite doch ein schönes Ding. Also sehr geil. Der gefällt mir sehr gut. Mein absolutes Highlight bisher in der Box. Haben wir noch was? Irgendwas haben wir, glaube ich, noch. Ja, wir haben noch Süßigkeiten. Und zwar haben wir noch eine Oyster Lolly und ein paar Oyster Eier. Ja. Nix drin. So, ja. Was sagt ihr? Wer gewinnt heute Abend? Bayern oder Dortmund? Nein, natürlich nicht. Eine schöne Box. Also ich kann jetzt nicht sagen, welche Preiskategorie das ist, aber gefühlt würde ich natürlich sagen, dass es jetzt hier nicht die unterste ist. Sie ist sehr schön abgestimmt. Also was auch die Trailer zu den, ich sag jetzt mal, Chatterbait oder zum Spinnerbait hier anbelangt, haben wir hier wirklich eine schöne Box, die man sehr gut fischen kann, glaube ich. Wir haben jetzt zwar für den Krebs jetzt hier nichts weiter dabei, wir haben aber noch ein kleines Goodie auf jeden Fall fürs Handgelenk. Gefällt mir sehr gut. Und mein Highlight natürlich der hier, der kommt gleich in meine Hechtbox. Kann ich gleich ausprobieren. Ja, sehr geil. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Box haltet. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen 1. April. Lasst euch nicht zu doll verarschen. Und dann sehen wir uns schon mal wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.